Guten Morgen, meine Hübschen. Wie ihr seht, sitzen wir gerade im Auto. Ich bin in die Stadt gefahren, weil ich einige Erledigungen machen muss. Und ich dachte, ich vlogge für euch ein bisschen. Es ist jetzt 11 Uhr, also es ist viel später geworden, als ich eigentlich gedacht habe und eigentlich auch wollte. Aber gut, ist halt so. Ich werde heute mit der süßen Adina-Maus unterwegs sein. Und ja, ich würde einfach sagen, ich nehme euch damit und wünsche euch dann einfach ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Da ist auch alles drin. Kinderwagen, Wickeltasche. Alles ist drin. Da ist die kleine Schnecke. Ihren Schnulli hat sie wieder ausgespuckt. Kleine Maus. So, meine Lieben, meine Kamera ist gerade alle gegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel jetzt noch aufgenommen worden ist und wie viel nicht. Das ist total doof. Ich werde mir jetzt neue Akkus holen für die Kamera, damit mir das nicht mehr passiert. Aber gut, es ist jetzt passiert. Und von daher, ja. Ich war gerade bei der Post und habe die Sachen schon aufgegeben, die schon vom Flohmarkt verkauft worden sind, und war bei meinem Postfach und da ist wieder was drin gewesen, und das werden wir nachher gemeinsam dann auspacken. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Seemann, weil ich dort noch was holen wollte, und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann später wieder. Also bis später. So, meine Lieben, ihr seht, wir sitzen wieder im Auto. Ich bin jetzt zum Schluss nochmal nach DM gegangen, wollte eigentlich auch nochmal nach Kick, aber das habe ich mir jetzt erstmal gespart, weil bei DM haben die leider nicht mehr meine Neutrogena-Creme. Und auf Anfragen hin, wann die wieder reinbekommen, sagte mir auf einmal die Verkäuferin, dass die nicht weiß, wann die wieder reinkommen, denn diese Creme, die ich haben will, oder die ich brauche für meine Neurodermitis, haben die erstmal aus dem Sortiment genommen. Toll. Dachte ich mir, super, besser kann es gar nicht laufen. Also muss ich jetzt nochmal nach Rossmann. Und ja, ich muss gucken, dass ich rechtzeitig wieder zu Hause bin. Deswegen muss ich mich nämlich jetzt auch beeilen. Genau, und zu Hause zeige ich euch dann, was ich so gekauft habe. Aber erstmal fahre ich jetzt nach Rossmann und zum Bastelladen. Okay, ihr Lieben, bis gleich. So, meine Lieben, ihr seht, wir sind wieder zu Hause. Ich habe jetzt gerade hier die kleine Adina-Maus auf der Arme, um euch die kleine Maus mal nochmal zu zeigen. Denn Adina ist heute ganz grau, ganz in grau. Sie hat einen Langarmbody an, und zwar den mit dem Elefanten hier drauf. Ganz süß. Und dazu habe ich ausprobiert, ob die kleine Maus einfach mal die Hose von Milan anziehen kann. Das ist eine Leggings von Milan in Größe 62, 68, aber die Hose ist ihr leider etwas zu groß und deswegen, ja, passt sie leider nicht ganz, aber ja, ich fand es trotzdem ganz süß, wie die kleine Schnecke dann aussah, sozusagen. Und dann hat sie halt ihre weiß-blau geringelte Mütze an, die können wir ihr mal ausziehen. Jetzt hat sie Strubbelhaare, die kleine Schnecke. Genau. Ich wollte euch jetzt die Ausbeute zeigen, und bevor ich euch zeige, was ich gekauft habe, wollte ich mit euch erstmal das kleine Päckchen aufmachen, was in meinem Postfach war. Das kleine Päckchen oder dieser Briefumschlag lag in meinem Postfach. Ist von einer ganz lieben Zuschauerin, die für mich schon mal die ganzen
Armbändchen gemacht hat mit Namen für meine Mäuse. Und leider ist Emilias Armbändchen kaputt gegangen. Das ist halt aufgerissen. Und das habe ich ihr dann auch gesagt. Beziehungsweise sie wollte halt auch für Adina unbedingt ein Armbändchen, ein neues machen. Und deswegen hat sie mir noch mal weiß wie viel eingepackt. Ich danke dir von ganzem Herzen, Liebes. Sie hat mir auch einen Brief geschrieben. Den lese ich aber jetzt nicht vor, obwohl ich ihn vorlesen könnte. Was ist los? Sie hat extra reingeschrieben, dass ich den Brief vorlesen kann. Aber das werde ich jetzt nicht machen. Ich finde, die Briefchen, die dabei sind, sind einfach für mich. Genau. Eine Sache allerdings, liebe Selina, ist da schon rausgemopst. Und zwar die Leckerchen für die Katzen. Sie hat für die Katzen von... wie heißt das jetzt nochmal? Hat sie Leckerchen mit eingepackt und die sind leider schon rausgemopst worden, weil unsere Katzen die nun mal ganz gerne mögen. Genau. Und dann hat sie dabei gelegt für Adina Maus diese Schnuller. Einmal hier in so einem Pink und dann hier in einem Grün. Dann hat sie Hüftgold mit eingepackt. Und das wollte ich euch vorlesen, was da drauf steht, also was sie da drauf geschrieben hat. Sie hat extra hier so einen Zettel drauf geklebt und das ist voll süß, was sie geschrieben hat. Und zwar, wenn mal etwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, dann hilft nur noch eins. Neues Hüftgold, welches dich wieder glücklich macht. Schoki macht glücklich. Ja, das stimmt. Schoki macht glücklich. Vielen, vielen Dank für diese süße kleine Schokolade. Dann hat die liebe Selina noch so Sticker mit eingepackt für Melina und Emilia. Die zwei lieben ja Sticker und die kleben das ja überall und nirgends hin. Also dafür ganz herzlichen Dankeschön. Für Milan hat sie dann auch noch was eingepackt und zwar einen Baby-Müsli. Nee, Früchteriegel ist das. Apfel mit Birne. Und als letztes wollte ich euch natürlich noch zeigen, weshalb das Päckchen überhaupt gekommen ist, nämlich einmal dieses Armbändchen, voll süß gemacht, in lila, mit dem Namen Adina drauf. Und dann hat sie mir nochmal ein Emilia-Armbändchen gemacht. Und Emilia wird sich da sehr, sehr drüber freuen. Von ganzem Herzen nochmal Dankeschön für das süße Päckchen. Und wir werden definitiv ja in Kontakt bleiben und von daher auch danke für deine lieben Worte in dem Brief nochmal. Also da möchte ich auch nochmal Danke sagen. Dann zeige ich euch noch schnell die Ausbeute, die ich mit Adina Maus ja, gemacht habe, wie auch immer. Zum einen waren wir in einem Bastelladen und dort habe ich die Holzbuchstaben für die ganzen Namen nochmal gekauft. Ich wollte eigentlich nur zum Bastelladen hin, weil ich für Adina den Namen gerne auch haben wollte, um den hier oben an die Wand machen zu können. Jetzt nicht seht. Und aber weil sich wahrscheinlich Ende des Jahres einiges ändern wird und ich generell auch schon jetzt gerne die Buchstaben auch für Melina und Emilia haben wollte, habe ich überlegt, dass ich direkt auch für die zwei die Buchstaben mitbringe, also die Namen. Und ja, da Sophia nun mal auch da ist, auch wenn ich nicht viel mit ihr mache und auch wenn sie nicht im Intro ist und ähnliches, ist sie aber da und sie bleibt definitiv auch da. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, auch ihren Namen mit den Buchstaben zu holen. Das habe ich jetzt alles hier in der Tüte drin, ne? Die Buchstaben. Das sind ganz normale, unbehandelte Buchstaben. Und die habe ich ja schon bei Thalia und bei Milan habe ich die damals schon geholt. Und ihr seht ja, wie schön das an der Wand ausschaut. Wie gesagt, ich wollte halt für Adina den Namen definitiv auch noch hier auf der Wand machen. Und oben ins Kinderzimmer wollte ich halt auch schon länger die Buchstaben für Melina und Emilia haben. Aber dadurch, dass halt Ende des Jahres sich was sehr stark hier verändern wird, da freue ich mich schon riesig drauf. Und da habe ich bei mir gedacht, dann kann ich die Buchstaben und die Namen wirklich ordentlich integrieren. Und ich habe auch schon eine Idee. Und ja, das werdet ihr dann alles in den Videos sehen. Die Buchstaben haben mich
pro Buchstabe 50 Cent gekostet. Dann habe ich zusätzlich noch dazu dieses Patafix geholt. Das ist, zum Aufkleben, Klebestripes oder Klebepads sind das. Also mit diesem Patafix haben wir die ganzen Sterne aufgeklebt und auch die Namen von Milan und Thalia sind schon damit aufgeklebt worden. Und das Coole daran ist, das kann man immer wieder abmachen und neu verwenden. Hat mich jetzt 3,19 Euro gekostet, also war nicht ganz billig. Und dann wisst ihr ja, dass ich beim Seemann war. Ich war danach ja noch beim DM gewesen, da habe ich jetzt nichts für die Babys gekauft. Und bei Rossmann habe ich zum Glück meine Neutrogena-Creme gekriegt. Da bin ich total happy drüber. Ich weiß nicht, warum DM die jetzt auf einmal aus dem Sortiment nimmt. Aber bei Rossmann habe ich es zum Glück noch bekommen, meine Creme, und habe direkt 2 Flaschen mitgenommen, damit ich genug habe. Aber jetzt kommen wir zu meinem Seemann-Haul. Und zwar habe ich mir als allererstes für mich Socken mitgebracht. Das ist ein 5er-Pack. 2, 4, 5, genau. Ganz normal, hat verschiedene Muster. Und was mir halt ganz wichtig ist, ist, dass das hier oben richtig schön gedehnt werden kann, weil ich mag keine Socken, die einschnüren. Und das ist für mich halt sehr wichtig. Und deswegen dachte ich mir, kann nicht schaden, da meine Socken immer irgendwie Beine kriegen. Genau. Und dann habe ich bei Seemann, das ist ein Spucktuch, das ist ein großes Spucktuch, 120 x 120 cm. Und ich hatte das mir damals gekauft für mich. Und Angelina fand das Spucktuch richtig, richtig schön und wollte es gerne auch haben. Aber als ich nach Seemann nochmal gegangen bin, war es vergriffen. Und als ich heute die wieder gesehen habe, habe ich sie direkt mitgenommen. Das ist ein Geschenk, das ist eine Überraschung für meine liebe Angelina. Die wird mich im Übrigen am Wochenende besuchen. Also wenn ihr das Video seht, noch ein paar Stunden und ich sehe sie dann wieder. Also Sonntagnachmittag holen wir sie ab. Und sie bleibt leider nur bis Montagvormittag, aber wir wollen die Zeit trotzdem genießen. Dann ist heute zum allerersten Mal etwas für Adina eingezogen. Und zwar diese zuckersüßen Haarbändchen. Das sind Bändchen mit so Schleifen drauf und total süß. Einmal hier in weiß mit Punkten drauf, mit grauen Punkten. Und einmal in ganz rosa Farben mit Schleife. Haben mich 1,99 gekostet, 2 Stück. Und als allerletztes sind diese Blöcke mitgekommen. Und zwar hat mir hier eine ganz, ganz liebe Zuschauerin schon vor längerer Zeit ein Päckchen geschickt für meine Mäuse und hat mich gefragt, ob ich nicht mal bei Seemann nach diesen Blöcken gucken könnte und ihr einige schicken könnte für ihr Enkeltöchterchen. Die kosten 99 Cent pro Block und ich habe mir dann überlegt, dass ich der kleinen Maus gleich 3 Stück einpacken werde. Und zwar 2-mal Frozen und 1-mal Minnie Maus. Die Blöcke sind immer ausgestattet mit Malseiten. Und hier vorne ist dann ein Stickerbogen drin. Deswegen lieben meine Mädels die nämlich auch. Und deswegen habe ich nämlich extra für meine Mädels auch noch 4 Stück mitgenommen. Und zwar nochmal 2-mal Frozen für die 2. Dann 1-mal Cars, weil Emilia ist im Moment so ein bisschen Cars-Fan, soll ich das so sagen? Also sie mag Cars ganz gerne. Sie findet das halt ganz cool. Und dann haben wir einmal nochmal so einen Mickey Mouse und Friends Block, genau, mitgenommen. Die habe ich jetzt noch für meine 2 mitgenommen, weil die Blöcke finden die 2 nämlich auch richtig, richtig schön. Da malen die auch sehr, sehr gerne mit. Und deswegen dachte ich mir, kann man auf Vorrat eigentlich nie genug davon haben. Es ist nun mal auch in unserem Bekanntenkreis so, dass sehr viele Kinder da sind im Bekanntenkreis. Und dann kann man die halt auch gerne mal ganz schnell verschenken und mitnehmen. Und die kommen auch immer gut an. Also genau, deswegen kann man nie genug davon. Genau, jetzt ist die Tür zu. Bärchen. Deswegen kann man nie genug davon haben. Genau. Damit ist der Haul jetzt auch beendet.
Und ich würde einfach sagen, ich beende für heute auch den Vlog. Ich werde für euch morgen weiter vloggen. Eine Sache habe ich noch vergessen, euch zu zeigen. Und zwar wollte ich euch noch mal zeigen, wie süß die Bändchen hier sind. Die Adina-Maus hat jetzt schon ein Bändchen dran. Das Weiße mit den grauen Punkten. Ich finde, das passt zu ihrem Outfit heute. Ganz süß mit ihrer Flatterhose. Die ist ja viel zu groß. Das ist ja eine Leggings von Milan. Hier ist das rosa Bändchen ja noch. Und ja, das wollte ich euch jetzt noch mal kurz zeigen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt wirklich. Also bis morgen.